Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Fuma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides und auch den Blatin Guide. Doch heute dreht sich alles um. Gate commit on my mark. 3, 2, 1, mark. Homeworld 3, meine lieben Freunde. Homeworld 3. Bevor wir aber damit anfangen, checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus. Das war das letzte Video, was ich zur Homeworld 3 gemacht habe. Und damit ihr gar nichts mehr verpasst, meine lieben Freunde, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Und natürlich checkt auch gern diesen Content aus. Das ist anderer Content auf meinem Kanal. Und jetzt legen wir los. Homeworld 3, meine lieben Freunde. Bis dahin sage ich wie immer, Semper Fi. Und bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Es ist nicht genau bekannt, wann das Imperium gegründet wurde, obwohl es zur Zeit des entfesselten Krieges bereits ziemlich mächtig war. Im Jahr 9510 geriet das Imperium in eine Krise. Die Kushan-Exilanten, die den Ursprung ihres Exils längst vergessen hatten, hatten den Hyperantrieb nach Jahrtausenden wieder aufgebaut. Zu den Higaranern aka Kushan habe ich bereits ein Video gemacht und euch in der Infobox verlinkt. Entschlossen, nach Hegara zurückzukehren, hatten sie nun einen Sprung innerhalb ihres Sternensystems eingeleitet, einen Sprung, der von imperialen Horchposten entdeckt worden war. Dieser Sprung war ein Verstoß gegen den Vertrag, der das Exil formalisiert hatte, und so wurde die Tatsache, dass der Kushan den Hyperantrieb entwickelt hatte, vom regierenden Kaiser, dem paranoiden und wahnsinnigen Rishtyu IV. Dem Zweiten, als Herausforderung der kaiserlichen Herrschaft angesehen. Das Imperium schlug gnadenlos zu und war entschlossen, die Kushan zu vernichten, bevor sie zu einer Bedrohung wurden. Die Ersatzheimatwelt der Kushan, Karak, wurde dem berüchtigten atmosphärischen Entzugsgerät unterworfen und eine ganze Zivilisation wurde zerstört. Die Aufzeichnungen der Angriffe wurden dann als Beispiel für die imperiale Macht im ganzen Imperium ausgestrahlt. Doch obwohl die Videos die Bürger zur Loyalität inspirieren sollten, hatten sie den gegenteiligen Effekt und provozierten Rebellion und Widerspruch. Diese neue Taidan-Rebellion wurde schnell zu einer Bedrohung für das Imperium, obwohl das Imperium darauf vorbereitet war. Rishtyu, der sich bereits auf jede mögliche Bedrohung von innen vorbereitet hatte, setzte seine Flotte in Bewegung und schlug die Rebellion in Vergessenheit. Innerhalb weniger Monate wurden die meisten Elemente der Rebellion niedergeschlagen, obwohl sie auf ihre Weise beträchtlichen Schaden angerichtet hatten. Aber die Bedrohung des Imperiums war noch nicht vorbei. Überraschenderweise sind die Kushan nicht ausgestorben. Das Kushan-Mutterschiff, das Flaggschiff der Stolz von Hegara der Kushan-Flotte, war der Zerstörung entgangen. Er schlug im großen Ödland sowohl auf die Turanische als auch auf die Taidanische Flotte zurück, die am Völkermord an den Ka'aten teilgenommen hatten, und zerstörte sie vollständig. Dann, bevor das Imperium zurückschlagen konnte, flohen sie in den verbotenen großen Nebel des sogenannten Garten von Ka'adesh und tauchten im Herzen des Imperiums wieder auf. Es war also unvermeidlich, dass sich die Rebellen des Taidan-Imperiums und Kushan verbünden würden. In den Kernwelten verbündete sich der Rebellenführer Captain Elson mit den Kushan und ein koordinierter Angriffsplan gegen das Imperium begann. Während die Rebellen ihre verschiedenen Operationen durchführten, rückten die Kushan immer näher an Hegara heran. Als Rishtyu erkannte, dass der Vormarsch nicht aufzuhalten war, bereitete er seine Flotte auf die Schlacht vor und traf in der zweiten Schlacht von Hegara auf die Verbannten im Kampf um Hegara. Dabei gelang es den Verbannten, die Flotte des Kaisers zu vernichten, Rishtyu zu töten und seiner schrecklichen Herrschaft ein Ende zu setzen. Kurz darauf landeten Rebellen und Kushan-Truppen gemeinsam auf Hegara und besetzten die kaiserliche Hauptstadt, zerstörten die kaiserliche Genbank und stürzten die lokale Regierung. Gleichzeitig traf der Galaktische Rat auf den Ruf der Bentusi ein und erklärte seine Anerkennung des Anspruchs der Kushan auf Hegara, wodurch er die Herrschaft der Taidani über den Planeten aufgab. Zu den Bentusi habe ich bereits ein Video gemacht und euch in der Infobox verlinkt. Mit dem Tod des Kaisers und der Rückkehr des siegreichen Kushan hörte das Taidan-Reich effektiv auf zu existieren und sein riesiges Herrschaftsgebiet zerfiel, als sich die imperialen Welten mit den vielen abtrünnigen Fraktionen verbündeten, die nach der Niederlage des Kaisers auftauchten.
Die Überreste des Taidan-Reiches zerfielen schließlich hauptsächlich in zwei Fraktionen, die Taidan-imperialistische Fraktion, die dem alten Regime treu blieb, und die Taidan-Republik, die von der mit den Kushan verbündeten Rebellenbewegung regiert wurde. Diese beiden Seiten und ihre Verbündeten verbrachten die nächsten Jahrzehnte damit, mehrere interne Kriege zu führen, während sie um die Kontrolle über den imperialen Raum rangen, aber das Imperium selbst würde nie wieder zu einer Großmacht in der Galaxis aufsteigen. Die Taidan kontrollierten einst ein riesiges interstellares Reich bis zum Heimatweltkrieg I, der mit dem Tod von Kaiser Rishtiu II. Endete. Das Taidan-Reich. Das Taidan-Reich wurde vor über 3000 Jahren gegründet, nachdem ein großer galaktischer Konflikt dazu geführt hatte, dass sich hunderte kleinerer Regierungen, die durch den Kontakt mit den Bentusi interstellare Reisen erreicht hatten, zu mehreren großen Imperien zusammenschlossen. Die Taidan waren eine der Rassen, die den Galaktischen Rat gründeten, und in den ersten Jahren seines Bestehens brachten sie zahlreiche Konflikte gegen das Higara-Imperium vor den Rat. Schließlich griffen die Higaraner die Taidan an, ihre Flotte unter dem Kommando des Zorns der Sayuk zerstörte zahlreiche Flotten und bombardierte den Taidan-Kaiserpalast auf der Heimatwelt der Taidaner. Der Galaktische Rat half den Taidan und zwang die Higaraner, ihren Hyperraumkern aufzugeben. Nach einem langen Kampf mit den Bentos wurde die Flotte der Higaraner wirkungslos. Eine Taidan-Grenzflotte, die einzigen verbliebenen Streitkräfte des Imperiums, erkannte ihre Chance, als der junge Admiral Rishtiu seine Flotte anführte und mehrere Welten des Higara-Reiches eroberte. Viele Planeten sind unter die Macht der Taidan-Flotte gefallen und Millionen von Menschen haben ihr Leben verloren. Der Galaktische Rat bat die Bentusi um Hilfe bei der Beendigung des Massakers, und so begannen Verhandlungen zwischen Rishtiu und dem Higaran-Daimit. Infolgedessen wurden die Higaraner ins Exil gezwungen und gaben ihre Heimatwelt auf der ein neuer Kaiserpalast errichtet wurde. In der Zeit zwischen 300 nach Christus und 0 Al wurde das Taidan-Imperium zu einem der größten, das die Galaxis je gesehen hatte, mit Grenzen, die bis an die Ränder des Outer Rim reichten. In den letzten Jahren wurde sie jedoch auch korrupt und geschwächt. Das Taidan-Reich fiel schließlich bei Higara, wobei die Kushan, verbündet mit der Taidan-Rebellion, Kaiser Rishtiu fiel. 2. Und sein kaiserliches Flaggschiff im Kampf vernichtet. Postimperiale Geschichte. Nach dem Untergang des Imperiums bildeten viele Taidan-Welten ihre eigenen, unabhängigen Königreiche. Die Repression unter Rishtiu IV. 2. Führte dazu, dass viele Planeten nichts mehr mit dem Taidan zu tun haben wollten. Es gab jedoch mehrere Welten, die sich der Republik anschlossen, der neuen Regierung, die von der Rebellion gebildet wurde. Die Taidan-Republik verbündete sich mit den Higaranen und unterstützte sie später bei verschiedenen Aktionen, wobei sie sogar Geheimdienstinformationen austauschte. Ein Teil der imperialen Streitkräfte war jedoch immer noch loyal gegenüber dem Imperium und schuf die Taidan-imperialistische Fraktion, die mehrere Male erfolglos versuchte, Higara zurückzuerobern. Um 115 Aal schlossen sich die Überreste der Taidan dem Weiger-Kriegsherrn Makan an oder wurden von ihm erobert und schlossen sich der Weiger-Flotte bei ihrer Invasion des Higara-Territoriums an. Wollt ihr Fuma loben? Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren geht über Vaporisieren. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.